Evnikas Tage sehen aus, wie die Tage einer anderthalbjährigen eben aussehen. In den Park gehen, Tauben füttern und Tauben ärgern. Doch das kleine Mädchen wächst in der Ukraine auf. Sie wurde am 24.02.2022 geboren, dem ersten Kriegstag, und hat noch keinen Tag Frieden erlebt. Wenn Luftalarm ist, spürt sie das sofort. Wenn wir gerade unterwegs sind, wenn der Luftalarm beginnt, werde ich nervös. Ich verfalle nicht in Panik, aber ich werde nervös und das spürt sie. Sie schmiegt sich dann ganz eng an mich und ist still. Das war von Anfang an so. Als wir aus dem Krankenhaus kamen, sind wir lange im Auto gefahren und sie hat nicht mal geweint. Es gibt ja auch Kinder, die unruhig werden und Aufmerksamkeit fordern, wenn sie Unruhe spüren. Die Familie Alexandrow lebt in einem Vorort von Kiew. Als der Krieg begann, lag Anita bereits im Krankenhaus und bereitete sich auf einen Kaiserschnitt vor. Wir hörten Explosionen und haben zunächst nicht verstanden, was das war. Vielleicht 5 oder 10 Minuten später kam eine Ärztin und eine Krankenschwester. Sie sagten, Russland greift uns an und dass wir unsere Sachen packen sollen, um in den Keller verlegt zu werden. Anita wurde noch am gleichen Tag entbunden und danach in den Keller verlegt, der notdürftig in einen Bunker verwandelt wurde. Die neugeborene Evnika verbrachte die ersten 7 Tage ihres Lebens unterirdisch. Die Kämpfe am Stadtrand von Kiew nahmen zu. Die Familie floh zunächst zu Verwandten aufs Land. Erst als die russischen Truppen aus Kiew abzogen, kehrten sie nach Hause zurück. Später floh Anita mit ihrem Baby einige Zeit nach Polen. Wir waren dort, aber unser Herz war trotzdem hier. Deswegen haben wir beschlossen, zurückzukommen. Wir haben uns dort vom ständigen Luftalarm erholt, konnten mal ausschlafen. Inzwischen ist das Leben in ihr Stadtviertel zurückgekehrt. Cafés und Geschäfte sind wieder geöffnet, immer mehr Nachbarn kehren zurück. Es wirkt fast wie vor dem Einmarsch der Russen. Doch der Alltag der jungen Familie ist trotzdem vom Krieg überschattet. Um sich sicherer zu fühlen, haben sich die Alexandrows eine Wohnung im Erdgeschoss gesucht. Und Alexandre arbeitet in einem sogenannten kriegswichtigen Unternehmen. Mehr darf er nicht verraten. Ich habe auf dieses Kind gewartet. Wir hatten leider vorher eine Fehlgeburt. Das Baby ist im 3. Monat abgegangen. Deshalb waren wir ohnehin nervös und dann ist Evnika endlich da und es ist Krieg. Aber wir halten durch. Bei Luftalarm bringen sich die Eltern mit Evnika hier im Abstellraum in Sicherheit. Ansonsten versuchen sie ihrem Töchterchen das Leben so prickelnd wie möglich zu machen.